Okay. Jetzt hören wir mal auf mit dem Blödsinn. Und runter mit der Gravitation. Nochmal runter. Nochmal runter. Nochmal runter. Und jetzt haben wir ein Minimum, ne? Zauberklassenwahl. Was soll das heißen? Was ist das? Wofür ist das gut? Ich kann im Sprung nichts mehr tun. Mhm, jetzt falle ich gleich wieder runter. Nein. Nein! Oh, jetzt tut's langsam weh. Jetzt tut's langsam weh. Okay, wir drehen die Auflösung. Die Auflösung, ja. Hm. Ich denke mal, 60% sollte ausreichen. Man kann sie im Sprung halt hier nicht mehr drehen oder sowas. Deswegen scheiße. Aber ist cool. Wir sind cool. Sieht schon besser aus. Wie das Gelbe vom Ei, aber besser. Jetzt graben wir den Goldclub noch aus. Sprengen uns erstmal ein Loch. Haha, das Gold erschlägt mich. Ja, sein Leben lang hat er nach dem Gold gefunden. Und als er es. Nein! Und als er es endlich gefunden hatte, erschlug es ihn. Och, leck mich! Nein, du sollst schon da drin bleiben. Hallo. Runter. Okay, 60 reicht nicht. Machen wir 41. Ui, nach Hause. Telefonieren. Für nur 9 Cent die Minute. Aus dem deutschen Festnetz. Ui. Ui. Ich kann fliegen. Oh, naja. Das ist ein Zapnest. Ah, Moment. Ah, ich hab's falsch rumgegraben. Scheiße. Kommt da Regen rein? Verdammt. Ich muss es. Moment, wie hab ich das da hinten gegraben? So, dann muss ich hier also so da unten rausgraben. Genau. Ohne das Zapnest jetzt auszugraben. Na toll, bis ich wieder hier bin und das Zapnest mitnehmen. Wieso bis ich wieder hier bin? Ich kann das Zapnest gleich mitnehmen. Bin ich bescheuert? Haha, ich habe ein Zapnest. Dass ich total nicht. Nein, nein, zu viel Wasser. Ich hasse dieses Spiel. Oh, jetzt wollte ich fast das Nest wegwerfen. Weg mit dir, du böses Nest. Hallo, das hast du noch umgraben. Was willst du? Die Fresse. Eine Gewerkschaft, du Spasti. Kannst mir gar nichts sagen. Gold, lauf weg. Es verfolgt mich. So, jetzt machen wir etwas, das vielleicht nicht gerade das Unklügste ist. Voll dumm, ey, was du gemacht hast. Mach das nicht nochmal. Voll dumm, ey. Spast. Hui, ach, das findest du cool. Hui, hui, hui. Ich hab zu viel Drogen im Blut. Zu viel Blut im Drogen. Vergesst es. Okay. Wir können nur noch keinen Stahl kaufen. Ich könnte noch einen Klunk kaufen. Nur wozu mal wieder? Ich meine, wenn ich den jetzt darüber schicke. Ich glaube, der läuft einfach irgendwo da runter und fällt dann runter. Ich traue dem Spiel nicht. Es ist böse. Böse, es kommt aus der Hölle. Ich könnte dir auch eine richtige Brücke bauen, dann eine Lore darüber bauen oder ich kaufe mir eine Flagge. Ui, nein, ach, leck mich am Arsch. Die Flagge da oben kann ich nicht so will ich mitnehmen, oder? Ja. Boah, passt schon. Alles klar. Nein!
Nein, nimm den Goldklumpen. Doch, ich kann sie mitnehmen. Cool. Er hat's noch verkauft. Gut. Ja, dass der da noch drin rumliegt und am Schluss so hin noch. Ey, wo ist der letzte scheiß Goldklumpen? Das verpackt Missionen hier schon wieder. Ist die Gravitation noch runter? Ja, glaub schon. So. Jetzt legen wir erstmal das ganze Gold da rein. Was passiert auch, wenn ich Gold da runterschmeiße? Ist es dann auch weg oder muss ich es dann trotzdem noch für das Missionsziel aussammeln? Hm? Wie weit haben da die Entwickler mitgedacht? Ich finde es auch ganz toll, den Schwefel in der meterweiten Wand. Beton meine ich, Stein verstecken, wo ich mich erstmal ewig weit durchsprengen muss. Derzeit kann ich auch da unten gleich lang gehen. Ah, wirf diesen Kackstein weg. Wie immer den Stein statt das Gold nimmt, ne? Oh, ist ein Stein, den kann ich nur in den Kopf werfen, ist viel härter als Gold. Oh, ich habe ja noch ein Zapfnest. Die ich natürlich im Gegensatz, geh weg von meiner Brücke, zu Fässern verkaufen kann. Jetzt habe ich fast einen Rechtsklick drauf gemacht. Ungefähr so. Ja, ich bin zum Sprengen da. Ja, ich bin zum Mich selbst töten da. Hm. Sehr effizient. Also das kann ich. Mich selbst töten. Ach, da bin ich ein Meister. Lauf. Ah, das Gold kommt zu mir. Ach, bloß die Holzhütte. Die mochte ich eh nicht. Voll gestunken nach Katze. Hallo, geh doch mal raus. Und jetzt noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Könntest du mal brauchen, um es zu verkaufen? Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Hey. Wenn einem nichts mehr einfällt, dass man so sagen könnte, sagt man am besten gar nichts mehr. Deswegen gucken sie Leute an, Let's Plays an, damit sie Videos sehen, wie jemand nichts sagt. Das ist absolut professionell. Also, kann ich nur in höchsten Tönen vom Sprechen. Lalala, wir kaufen noch ein bisschen. Wir kaufen es. Ja, wir haben es noch nicht in der Hütte. Nein, wir kaufen es. Wieso machst du nicht mal ein bisschen was Nützliches? Hm? Gräbst du den Gold für mich aus, so scheiß Blitz? Oh nö, das muss ich wieder alles selbst machen. Ah, es ist zum Kotzen. Wer hat ihn nicht überraschenderweise fallen gelassen? Nicht überraschenderweise fallen. Ihr wisst schon, was ich meine. Nö, wir sind genauso bescheuert wie du. Keine Ahnung, was du überhaupt willst. Wer bist du überhaupt? Deine Mutter. Ui. Ui. Gelbe Bälle. Tsch, oh. Merke. Geh wieder weg. Wieder weg, geh weg. Merke, wenn du eine Schlammschlacht machst, gewinnst du eher, wenn du Steine in deinen Schlamm packst. Gilt übrigens auch für eine Schneeballschlacht. Also so hartgefrorene Dinger sind die besten. Also man nimmt einen Stein, ne, und dann wickelt man ordentlich Schnee drumherum und schüttet Wasser drüber und legt ihn ordentlich in die Gefriertruhe und das macht man ganz oft und bei der nächsten Schneeballschlacht ist man dann ganz schnell der Gewinner. Tut sau weh sowas. Hab mir zumindest Leute erzählt. Idioten. Ihr glaubt, sie mit mir messen zu können. Mir, dem größten Strategen nieder aller Zeiten. Ja. Anderes Thema. Das heißt wahrscheinlich gleich, ja, da schmeißt uns. Och. Puh, jetzt hatte ich einen Moment Angst, der würde. Was passiert überhaupt, wenn er auf den Zauberturm trifft? Wird er dann auch absorbiert? Klar, genau wie dein Gehirn. So, Steine.
Ich hab Steine, Kleiner. Schon mal davon gehört, Kleiner? Hüp! Tamara, da ist doch gar keine niedrigere Gravitation mehr. Oder? Dieses Spiel will mich doch schon wieder ärgern. Da regnet es jetzt natürlich rein. Wie könnte es auch anders sein? Das ist jetzt scheiße. Um es mal vorsichtig und freundlich auszudrücken. Dann wird hier bald alles unter Wasser stehen. Irgendwo hat es da der Blitz. Da brennt's. Oh nein. Nein, was ist abgefackelt? Vielleicht so ein Forschungslabor. Oh, ist das Forschungslabor. Das brauche ich nicht mehr. Hoffe ich. Oh mein Gott, du hast doch voll gebraucht, Alter. Bist voll tot. Tot! Spring da einfach mal ein Loch rein, das passt dann schon. Aber es regnet da rein. Es soll hier nicht reinregnen. Das Wasser sammelt sich dann. Ich kann hier keinen Abfluss bauen. Oh Gott, da oben darf ich auf keinen Fall rausgraben. Das würde in einem Desaster enden. Da muss ich mir noch was überlegen. Ach, Ivo. Wir ignorieren einfach das Problem, bis es kritisch wird. Und es schon viel zu spät ist, um noch zu reagieren. Ja, nur wie komme ich da jetzt raus? Ich brauche einen Aufzug. Kann ich den bauen? Nein. Oder? Nein, ich kann einen Bohrturm bauen. Toll. Ich könnte einen Aufzug. Oh nein, ich hab's befürchtet. Genau das ist passiert. Nein, das kann doch nicht mein letzter Spielstand gewesen sein, oder? Doch, das war mein letzter Spielstand. Hey, Moment, das ist gar nicht mal so schlecht. Auch eine Möglichkeit. Was mich jetzt gerade auf eine sehr geniale Idee bringt. Wenn das dann mal funktioniert, tut. Was es nicht wird, aber darum geht es jetzt nicht. Ja, genau so wollte ich das machen. Genau so, nicht anders. Also hat man gleich gesehen, dass ich einen unglaublich professionellen Plan habe. Wie immer, wenn ich irgendwas spiele. Aha. Von dem ich keine Ahnung habe. So. Gott, ich bin ein verdammter Genie. Ich bin ein Genius. So, jetzt muss ich nur noch hier... tiefer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Blitz immer durch meine Holzhülle durchgeht. Ich muss den Feuerstein deswegen ausgraben, dass der runterfällt und genau das passiert. Ich gehe jetzt lieber mal heilen und mal sichern. Man weiß ja nicht, was passiert. Also gut, man weiß es schon, ich werde sterben und werden alle in der Hölle verrecken. Geh da runter. Runter. Komm schon. Das ist doch auch. Und woher habe ich auf einmal 212 Gold? Ich habe einen Stock. Mehr brauchst du nicht wissen. Okay. Ja, ein Goldklumpen. Nein, zwei, glaube ich, sogar freigesprengt. Macht 5 Gold für den Sanitäter und 5 Gold für den Stein. Hat sich gelohnt. Aber so endgültig. So, jetzt sprengen wir weiter.
Eiter weiter. Mit dem Beulen-Eiter. Ja. Wenn ihr Wunde eitert, einfach weiter draufdrücken. Da braucht ihr nicht zum Arzt gehen. Das ist immer so ein Tipp, ne? Wollte ich euch mal gesagt haben. Wow, der fliegt ganz schön weit, du. Leck mich. Ich hasse dieses Spiel. Das ist voll kacke. Ich würde alle töten, die das Spiel toll finden. Ich will ein Spiel mit euch spielen. Ich hab dir eine Kreissäge und in eurem Kopf ist der Schlüssel. Ich weiß noch nicht, für welches Schloss dieser Schlüssel war. Aber ihr findet das schon heraus. Ja. Und das war jetzt Absicht. Ich wollte diesen Feuerstein nicht, der hat voll gestunken. Nein, du sollst auch angreifen. Nein, du sollst erst anfangen zu graben und dann sollst du nach oben graben. Hallo, ich sag, du sollst graben. Hallo? So gräbst du nicht. Wieso gräbst du nicht? Hallo? Ah, jetzt. Das hast du eben nicht gemacht, weil... Oh, weil ich die Tasten verwechselt habe. Ach so, okay, das ergibt Sinn. Nein, du bist nicht, aber... Nicht für mich! Ja, wir sind zum Goldabbauen da. Ja, wir sind im Panzer da. Hui, Gold! Oh Gott, schon wieder Gold gefunden. Ach. Ich kann nie genug Gold haben. Es ist so unglaublich toll, Gold zu haben. Blech. Ich habe so viel Gold, es liegt einfach auf der Straße herum. Ihr müsst nur bücken und euch es aufheben. Und bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Ich leg mein Gold nicht umsonst auf die Straße. Das kostet mir auch Geld. Ja, Gold auf die Straße liegt Gebühren nämlich. 13,95 pro Goldklumpen und da schlägt schon irgendwo ein Blitz ein, das gefällt mir nicht. So, ich hätte jetzt gerne da unten noch ein Haus. Damit ich das nicht immer rauftragen alles muss. Sprechen bei Jura gelernt haben ich. Jura gelernt haben bei mir, meine ich. Ich meine, also, keine Ahnung, wovon ich da überhaupt rede. Kennt ihr das? Ihr hört mir zu und habt keine Ahnung, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, wo rede. Nein, den Satz muss ich nochmal umformulieren. Der gibt noch zu viel Sinn, als dass ich den so rauslassen könnte. Jo, wir speichern. Ich will nämlich mal kurz was jucken. Jucken, ey. Mein Arsch juckt. Nein, du hast einfach nur in die Hose geschissen. Ach so. Ja. Da ist Wasser. Hurray. Hurra. Hurra. Der Wassermann ist wieder da. Ganz klar. Mir geht's bestens. Toll. Notiz. Ich habe keine Flagge da drüben. Das könnte mich jetzt einfach ein Problem stellen, wenn ich eine Flagge benutzen will. Ich will erstmal wissen, was so Wurmloch. Nee, kleines Kraftfeld. Kraftfeldwand. Probier ich am Ende der Mission alles aus. Ich sollte mir vielleicht doch noch eine zweite Flagge kaufen. Hurra, hurra, der Flaggenmann ist wieder da. Oh Gott. Mir ist auch nichts heilig. Wenn die zwei jetzt natürlich, dann könnte ich mir Geld sparen. Ach, ich trage sie rüber. Ach, ist es nicht spannend so zu sehen, wie ich total umständlich alles mache?
So nach dem Motto, ich kann's nicht und das drücke ich euch voll ins Gesicht, ihr Spastis. Was ich auch tue. Mach mir ein Fass, Baby. Mach uns ein Fass auf. Interessant, wie auch das Eisen bearbeitet, um das Fass rauszubekommen. Das ist total einfach, kann ja jeder. Ich brauche nur einen Amboss. Und einen Hammer und eine Schürze. So, dann pumpt mal ordentlich. Pumpe, wie du in deinem Leben noch nie gepumpt hast. Oder ich pump dich voll mit Blei. Yeah. Na komm. Aber mir gefällt der Regeneffekt. Diese kleinen Perlen, die herunterkommen. Zum Glück gibt es keinen Hagel, der mich erschlagen kann. Ah, das ist ein Feature, das haben die Entwickler bestimmt vergessen. Wird noch in späteren Versionen eingebaut. Clunk Rage gibt es bestimmt, Hagel, der einen erschlagen kann. Eieiei. Ach, bist du fertig? Ach, geht ja schnell. Geht ja fix, Mann. Buggy fix für Soße. Ach, da ist ja gar kein... Info. Ein Mügelchen scheint Support von Flüssigkeiten. Kann ich das Ding auch irgendwie wieder demontieren? Aktivieren. Ist der Moment, wo ich mir jetzt wünsche, doch eine zweite Flagge gekauft zu haben. Mein Blick sagt mir, die Fässer sind voll. Mein Kennerblick. Kann ich das irgendwie wieder demontieren hier? Keine Ahnung. Vielleicht baue ich da drüben einfach noch eine Pumpe. Wofür überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Kann man mir dann sagen, warum ich jetzt da irgendwie das abbauen will? Los, sagt es mir schon! Ja, Arschgesichter. Ja. Das andere Fass lasse ich mal auch da drüben stehen. Okay, wegen Sprengen. Bob, der Sprenger. Können wir das sprengen? Jo, wir können das. Gott. Je weiter meine Let's Plays fortschreiten, desto schlimmer werden die Sprüche. Muss. Ach, alles in Ordnung. Muss nur aufpassen, dass du nicht aus Versehen Niveau reinbringst. Weil das wäre echt eklig und ich mache in der Luft einen Salto rückwärts. So, jetzt muss ich nur langsam aufpassen, dass ich mich da unten nicht selbst einsperre. Naja, bevor das passiert. Nee, nicht verkaufen, kaufen. Der Blitz war ziemlich nah. Was passiert, wenn man in einer Hütte steht und die vom Blitz getroffen wird und anfängt zu brennen? Ist man dann gleich tot oder verbrennt man erst langsam und qualvoll? Das wollte ich schon immer mal wissen. Und da kommen wir noch rauf, da kommen wir. Ich sag's, da kommen wir noch rauf. Ja, spring einfach wegen sinnlos in der Luft rum. Hast schon recht. Mach ich einmal auf der Arbeit. Und wow! Yeah, Matrix-Modus, Mann! Jetzt komme ich nicht mehr rauf, richtig? Ziemlich richtig, ja.